5 Schritte, wie du gesund und vor allem dauerhaft abnehmen kannst, ohne ein ständiges Hungergefühl und vor allem mit zusätzlichen Bonuseffekten, gerade im Bereich der Gesundheit, wenn es um mehr Energie über den Tag verteilt geht oder vielleicht sogar um Langlebigkeit. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgei. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist 5 Schritte, nicht immer alle einfach, aber 5 Schritte, die man am besten beachten sollte, um erfolgreich und vor allem dauerhaft abzunehmen. Mit natürlich gesundheitlichen Bonuseffekten, die sollten wir nicht vergessen, wenn man etwas für unseren Körper tut, ist Abnehmen jetzt wahrscheinlich immer nur der positive Nebeneffekt. Wenn es wirklich ordnungsgemäß läuft, wenn man es richtig füttert, dann hat man natürlich mit weitaus mehr Effekten, als wie nur einer Gewichtsreduktion zu rechnen. Die meisten von uns haben ja jetzt über die Jahre das ein oder andere Fettpölsterchen für schlechte Zeiten schon angelegt. Winter is coming, aber eigentlich ja nicht, weil zumindest jetzt nach dem Staffelfinale können wir getrost darauf verzichten. Aber so einfach ist es leider nicht. Das überschüssige Gewicht einfach über den Stuhl auszuscheiden ist von der Natur leider nicht so vorgesehen. Das wäre dann halt schon zu einfach. Aber warum sind jetzt eigentlich so viele Menschen übergewichtig? Wenn wir uns im deutschsprachigen Raum so umsehen, 50-60% sind schon übergewichtig oder schwer übergewichtig, Tendenz steigend, so wie eigentlich in jedem Industrieland. Und wenn wir es jetzt runterbrechen wollen, was die Ursache dafür ist, wir essen einfach zu oft, wir essen zu viel und wir essen das Falsche. Und vermutlich ist es eben so, dass wir, weil wir das Falsche essen, zu viel und zu oft essen. Und deswegen jetzt meine 5 Schritte, wie du mit mehr Energie, mit mehr Lebensfreude und vor allem nicht mit einem ständigen Hungergefühl dieses Gewicht jetzt wieder reduzieren kannst und auf Dauer auch halten kannst. Damit du dann auf Dauer durchs Leben gehst mit deinem persönlichen Wohlfühlgewicht, mit deiner fröhlichen Glücksmelodie auf den Lippen pfeifend vermutlich. Und wichtig bei diesen Schritten ist jetzt, warum solltest du die einzelnen Schritte machen, mit einer Erklärung dazu, vor allem mit den unschätzbaren positiven Effekten, die du davon erwarten kannst. Und vieles davon widerspricht wahrscheinlich den gängigen Aussagen zur Gesundheit, Ernährung, Abnehmen etc. Da scheiden sich vermutlich immer die Geister. Man muss halt eben zusehen, dass man so viel wie möglich Information bekommt. Je mehr Informationen, mit denen du was anfangen kannst, desto besser sind halt in weiterer Folge dann die Entscheidungen, die du triffst. Vor allem auf Ernährungsebene und vor allem auf Gesundheitsebene auch. So, Schritt Nummer 1, das Frühstück. Was passiert beim Frühstück? Oder besser gesagt, wann solltest du frühstücken und wann solltest du überhaupt frühstücken? Schauen wir uns das jetzt kurz einmal an. Das ist halt die gängige Meinung. Es kennt ja jeder von uns den alten Spruch. Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Bauer und abends wie ein Bettler. Oder der zweite natürlich gleich nachgeschossen. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und aus diesem Stück in der Früh hat sich halt mit der Zeit jetzt eine richtige Frühstückskultur entwickelt mit vielen Variationen. Natürlich vollgestopft mit Cerealien, mit Honig, mit Zucker, mit Süßspeisen etc. etc. Also es ist schon zu einer richtigen Mahlzeit geworden, vor allem ziemlich energieintensiv. Und deswegen schauen wir uns jetzt an beim Frühstück. Was passiert jetzt denn in der Früh, wenn du frühstückst? Müssen wir uns jetzt mal anschauen, was passiert in der Früh, wenn du aufwachst? Vor allem aus was für einer Stoffwechselsituation kommst du raus? Denn wenn du jetzt schläfst, dann geht der Körper natürlich in den Fettstoffwechsel, damit du über Nacht nicht verhungerst. Das heißt, du stehst in der Früh auf und bist im Fettstoffwechsel nach wie vor. Dann kommt deine Cortisolspitze, damit du in der Früh in die Gänge kommst. Und da könnte sich schon ein leichtes Hungergefühl entwickeln. Und wenn wir es uns jetzt aber mal anschauen, was du zur Verfügung hast an Energie in der Früh, wenn du aufstehst, schauen wir uns am besten an die Energiedichte von 1 Kilo Körperfett. 1 Kilo Körperfett hat jetzt im Schnitt so 7000 Kalorien. Das heißt, selbst ein schlanker Mensch hat zwischen 50 bis 100.000 Kalorien am Körper gespeichert. Das hast du in der Früh jetzt zur Verfügung und das ist eigentlich schon, 50 bis 100.000 Kalorien ist eigentlich schon ein recht anständiges Frühstück, was du vom Körper selber beziehen könntest. Das heißt, je länger du jetzt in der Früh nichts isst und je länger du jetzt in der Fettverbrennung verweilst, desto mehr von diesem eingespeicherten Körperfett wird jetzt natürlich zur Energiegewinnung herangezogen. Und sobald du jetzt zum Fruchtsaft greifst, zum Kaffee mit Zucker, vor allem Kaffee ist in Ordnung, aber nicht zu viel Zucker drinnen etc., zu Süßgetränk, zu etc., alles was Glucose, Kohlenhydrate etc. enthält, generell Mahlzeiten, dann fliegst du aus der Fettverbrennung und der Körper fängt an, Glucose zu verstoffwechseln. Das heißt, die Fettverbrennung ist jetzt blockiert, denn natürlich nach Glucoseeinnahme steigt dein Blutzuckerspiegel, steigt dein Insulinspiegel. Du gehst jetzt aus der Fettverbrennung in den Speichermodus. Und je zuckerhaltiger jetzt diese Lebensmittel sind, die du in der Früh konsumierst, desto höher geht die Blutzuckerspitze rauf und das ist halt der Startschuss dann in der Früh. Der Klassiker wie der Energydrink dann, dass du über den Tag verteilte hohe Blutzuckerspitzen hast und da jagt eine Heißhungerattacke dann die nächste. Denn der Blutzucker geht dann immer einen Teil zu weit nach unten und du kriegst das Signal,
eine Unterzuckerung, das heißt, du kriegst eine kleine Heißhungerattacke. Das heißt, erster Schritt, jetzt einmal wichtig zu überdenken, wie lange komme ich in der Früh überhaupt ohne Nahrung aus? Es gibt kleine Hungerattacken, die sollte man überwinden und das Frühstück so gut es geht nach hinten ziehen. Da bist du länger in der Fettverbrennung und da setzt du schon den Startschuss, auch für eine bessere Darmtätigkeit natürlich, weil du den Darm Entlastung gibst und mehr Zeit, um das zu verdauen, was du am Vortag gegessen hast. Und vor allem das zu verbrennen, was du eingespeichert hast. Weiter zum Schritt Nummer 2. Das wäre jetzt natürlich, du isst jetzt in der Früh weniger, du solltest jetzt natürlich auch zusehen, dass du nur gewisse Mahlzeiten einnimmst und keine Zwischensnacks einbaust und vor allem keine Süßgetränke oder Lutschbonbons oder Kaugummi oder was es alles so gibt, was man sich so in den Mund schiebt. Vor allem halt wichtig bei den zuckerhaltigen Getränken, denn natürlich, wenn du das jetzt konsumierst, vor allem zwischen den Mahlzeiten, dann versorgst du deinen Körper unnötig mit Energie. Zucker ist Energie, kann sofort in Glucose umgewandelt werden, wird natürlich sofort die Glucose herausgezogen, wird verstoffwechselt, Überstände werden als Fett eingespeichert. Insulin geht wieder in die Höhe, das heißt, du bist permanent im Speichermodus da. Und vor allem wichtig zu wissen, jetzt gerade bei diesen Süßgetränken oder Kaugummis oder Lutschbonbons, es sorgt eben für kein Sättigungsgefühl. Vor allem Kaugummi sorgen eher dafür, dass du Hunger bekommst, weil natürlich durch die Speichelproduktion im Mund deine Magensäfte in Wallung kommen und der Körper sich darauf vorbereitet, dass er Nahrung bekommt. Schritt Nummer 3 ist Lebensmittel, die satt machen. Und da geht es jetzt um zwei wichtige Hormone, die dir dein Sättigungsgefühl verschaffen. Und das wäre als erstes jetzt einmal das Leptin. Und beim Leptin ist wichtig zu sagen, dass nur Fett und Eiweiß in der Ernährung eine Leptinausschüttung zur Folge haben. Kohlenhydrate haben keine Leptinausschüttung zur Folge, keine unmittelbare. Das heißt, bei Kohlenhydraten wäre es so, du konsumierst Kohlenhydrate, Überstände werden jetzt in der Leber im Fett umgewandelt, kommt in die Fettreserve hinein und dann kommt eine Leptinausschüttung. Das dauert natürlich weitaus länger. Das heißt, gute Fett- und Eiweißquellen in die einzelne Nahrungseinheit packen. Und zweitens, was dir ein Sättigungsgefühl verschafft, ist ein Rückgang an Ghrelin. Und Ghrelin wird vom Magen ausgeschüttet. Wenn der Magen leer ist, geht das Ghrelin rauf und gibt ein Hungergefühl. Und wenn der Magen jetzt voll ist, dann geht das Ghrelin runter und du kriegst ein Völlegefühl oder Sättigungsgefühl noch zusätzlich. Das heißt, unbedingt Nahrungsmittel in die Ernährung packen mit viel Volumen, mit geringer Energiedichte natürlich. Das heißt, die typischen Sättigungsbeilagen machen jetzt nicht wirklich satt, also Reis, Nudeln, Kartoffeln, machen natürlich auch zu einem gewissen Grad satt, aber haben natürlich eine hohe Energiedichte. Das heißt, eine gute Fett-Eiweißquelle in die Nahrung packen und auf der anderen Seite Gemüse, Nüsse, Samen, vor allem Blattsalate etc. reinbringen mit viel Volumen und da kannst du ein optimales Sättigungsgefühl erzielen. Punkt Nummer 4 sollte man nie außer Acht lassen, ist beim Stoffwechsel wirklich wichtig beteiligt, die Leber. Das heißt, wenn du dich ernährst, schone deine Leber. Das ist ein Grundprinzip, das solltest du immer einhalten. Und da brauche ich jetzt nicht darauf eingehen, dass Alkohol schlecht ist für die Leber und teilweise auch Medikamente, eigentlich alle Medikamente gehen über die Leber, aber manche hauen richtig rein. Das heißt, das ist schon bekannt, was jetzt vielleicht etwas Unbekannter ist, dass Zucker gerade leberschädigend ist. Gerade die Fructose-Komponente wird fast ident wie Alkohol verstoffwechselt. Wieder in die Infocard und auch wieder in die Infocard, was du konkret für deine Lebergesundheit und für deine Leberentfettung tun kannst. Wenn die Leber ordnungsgemäß funktioniert, kannst du weitaus besser verstoffwechseln. Die Leber produziert deinen Gallensaft, für die Verstoffwechselung von Fett vor allem wichtig, und auch deine Magensäure wird in der Leber vorproduziert. Das heißt, das sind zwei wichtige Flüssigkeiten, die bei der Verdauung, bei der Verstoffwechselung immanent wichtig sind. Die Leber muss immer ordnungsgemäß funktionieren. Die wandelt dann auch noch Überstände an Glucose in Fett um, hat Entgiftungsfunktionen, eine äußerst wichtige Funktion bei der Ernährung. Fünfter wichtiger Punkt. Du isst nicht nur für dich, sondern du isst auch für deine Helferlein. Das heißt, wenn du isst, füttere auch immer deinen Darm. Oder besser gesagt, die Bewohner deines Darms, weil die zerkleinern deine Nahrungsbestandteile in Metaboliten und die kannst du dann, heißt auch Metabolismus, verstoffwechseln und dann heranziehen. Das heißt, die brauchen auch ihr eigenes Futter, weil sonst werden sie aussterben, die Armen. Und damit du neu ansiedeln kannst, kannst du Präbiotika einnehmen. Da gibt es ja die Klassiker wie Sauerkraut, Kimchi, also alle fermentierten Lebensmittel steuern jetzt Probiotika. Und die brauchen jetzt Futter, also du hast jetzt Darmbakterien zugeführt oder du hast jetzt Darmbakterien unten und du willst sie füttern, das sind dann die Präbiotika. Und da geht es jetzt in die Gemüseabteilung rein, Nüsse, Samen wieder. Die haben Zuckerbestandteile, die du selber nicht verstoffwechseln kannst, Ballaststoffe. Und das ist das Darmfutter, das deine Helferlein brauchen, dass sie ordnungsgemäß für dich arbeiten können und dir die Nahrung zerlegen, dass du es ordnungsgemäß aufnehmen kannst. Sorgen natürlich auch dafür, dass es zu keinen Darmentzündungen kommt und sorgen auch dafür, wichtige Funktion, dass die Darmschleimhaut ordnungsgemäß aufgebaut wird. Denn im Endeffekt bist du nicht, was du isst, du bist, was du verdaust.
Und wenn du nicht richtig verlaust, dann bringt dir eben die beste, gesündeste, teuerste Ernährung nichts. Wenn du deine Helferlein vernachlässigt hast, die das für dich zerlegen, dass du es überhaupt verstoffwechseln kannst. So, das sind jetzt die 5 wichtigsten Schritte, die du so gut es geht einhalten solltest. Das kannst du nicht von heute auf morgen machen wahrscheinlich, es wird eine gewisse Zeit dauern. Aber wenn du dich an diese Grundprinzipien hältst, dann kannst du natürlich nicht nur mit einer Gewichtsreduktion rechnen, die du dann auch schlussendlich halten kannst, sondern du kannst auch mit Zusatzeffekten rechnen für deine Gesundheit. Schauen wir uns jetzt kurz ein paar an. Also das Erste, was dir schon einmal ins Auge fällt, ist, du hast jetzt weniger Heißhungerattacken, weil dein Insulinlevel jetzt wieder mal ausgeglichener ist. Du isst jetzt natürlich als Zweites weniger, weil du ordnungsgemäß verdaust. Und die Nahrung, die du isst, sorgt jetzt dafür, dass du Leptin bekommst oder eine Ghrelinausschüttung zurückgeht. Das heißt, du kriegst ein besseres Sättigungsgefühl. Du pendelst dich jetzt natürlich ein, dass du weniger isst, dass dein Körper mit mehr zufrieden ist, weil die Qualität der Nahrung jetzt besser ist und weil du mehr Volumen reingepackt hast. Dann kannst du natürlich auch damit rechnen, dass du weniger Entzündungen im Körper hast, weil jetzt gerade Esspausen jetzt dafür sorgen, dass der Körper jetzt in Reparaturmodus geht auch und da gehen zumeist Entzündungen zurück und wenn du im Stoffwechsel bist, dann bist du sozusagen im Speichermodus und wenn du jetzt in der Fastenperiode bist, bist du im Reparaturmodus, da gehen halt Entzündungen zurück, verstärkt und der Körper kann zum Beispiel auch Nahrungsbestandteile, die abgebaut wurden, jetzt wieder zur Energiegewinnung heranziehen, das wird ja aufgeräumt im Körper. Du hast jetzt sozusagen diesen, wie es so schön heißt, Autophagie-Effekt. Das Körperrecycling wird jetzt wieder mehr zum Tragen kommen. Und dein ganzer Körper ist einfach aufgeräumter. Da gibt es ja schon einzelne Studien von einem Walter de Longo. Da geht es dann in Richtung Langlebigkeit hinein schon mit Tierversuchen. Da sind sehr erstaunliche Erkenntnisse daraus gewonnen worden. Und da geht es auch immer da rein, dass man nicht nur die Kalorien reduziert, sondern dass man einfach längere Fastenperioden bei den Tieren einbaut. Und da kann man eine bis zu 20-30%ige höhere Langlebigkeit dann bei den Tieren induzieren. Menschliche Versuche gibt es in der Richtung nicht, das wäre auch relativ schwierig, da müsste man 2 Probandengruppen einsperren über ihre ganze Lebensdauer und müsste man ihnen auch noch Essen verweigern sozusagen. Das wäre etwas unmenschlich, ich glaube die Studie wird nie durchgeführt werden, da müssen wir uns auf Tierstudien verlassen. Bei Affen haben sie es teilweise jetzt auch schon ausprobiert und den gleichen Effekt erzielt. Ich weiß ja nicht, was die Amerikaner so in Guantanamo Bay so treiben, aber ich glaube, das würde ich ihnen auch nicht zutrauen, dass sie so eine Studie jetzt einmal verabschieden werden in den nächsten 100 Jahren. Und der positive Effekt bei diesem vom Schritten ist jetzt halt eben der Haupteffekt bei der Gewichtsreduktion. Du bist länger in der Fettverbrennung drinnen. Das heißt, du bist im Fettverbrennungsstoffwechsel. Da wird natürlich jetzt wieder Fettmasse aus dem Körper ausgezogen. Du hast jetzt ein kleineres Zeitfenster, wo du isst, mit besserer, hochqualitativerer Nahrung. Und da wird sich automatisch eine Gewichtsreduktion einstellen und es wird sich natürlich automatisch auch dein Kalorienbedarf nach hinten revidieren. Weil du jetzt keine einfachen Kalorien mehr reinzimmerst, die sofort eingespeichert werden, musst wieder neue nachziehen, sondern das sind Nahrungsmittel, die du ordnungsgemäß mit vielen Mineral- und Vitalstoffen jetzt verstoffwechselst, damit du länger satt bist, damit du dich wohlfühlst, damit du weniger Entzündungen siehst im Körper, damit alles ordnungsgemäß versorgt ist, da wirst du länger satt bleiben, musst nicht so oft essen, und wirst natürlich verstärkt auch kein Gewicht aufbauen. Und natürlich, wenn du jetzt Gewicht eingespeichert hast, kannst du da variieren und dann kannst du natürlich initiieren, dass das Gewicht wieder abgebaut wird. So, ich hoffe, ich konnte euch zu dem Thema jetzt nützliche Tipps und Hinweise geben, wie man es am besten angeht. Das sind 5 Grundschritte, die sollte man nie außer Acht lassen. Da kann man relativ viel erzielen. Wenn ihr Fragen zu diesen oder anderen Videos habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Über ein Like würde ich mich äußerst freuen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste. Bleib oder werde gesund.